Johnny, wie lange brauchen Sie, um eine Bank auszurauben? Ungefähr 1 Minute 40 Sekunden. Nüchtern. Die einzige Gelegenheit, die Gefängniszelle zu verlassen, ist, wenn wir dich rausholen, um dich hinzurichten. Tja, das wollen wir mal sehen. Mit Präsident Roosevelts Unterstützung rufe ich im Namen von Amerika den ersten Krieg gegen das Verbrechen aus. Ihre Aufgabe wird sein, John Dillinger zu fassen. Sind Sie dem gewachsen, Agent Purvis? Absolut, Sir. Wie wär's mit einem Drink? Womit genau verdienen Sie Ihr Geld? Ich bin John Dillinger, ich raube Banken aus. Fahren wir nach Chicago, Geld verdienen! Woo! Immer wenn ich von dem Bankraub von dir lese und dass du dem Kunden ihr Geld zurückgibst, lache ich mich kaputt. Das ganze Land denkt, du wärst ein verdammter Held. Wen interessiert's, was die Leute denken? Mich interessiert's. Wohin gehst du? Wohin ich will. Und ich werde dich mitnehmen. Alles sofort! Wir haben heute viel zu viel Spaß, da denken wir nicht an morgen. Gesucht John Dillinger. Tot oder tot. Wir sind zu gut für die. Darum stehen wir ganz oben. Ich gehe nirgendwo hin. Er ist da draußen. Er könnte sonst wo sein. Aber er ist nicht sonst wo, weil das, was er will, genau hier ist. Komm nicht nach Chicago, Johnny. Ich habe versprochen, mich um dich zu kümmern, oder? Dann mache ich das auch. Verhaften Sie alle Vertrauten von Dillinger. Ärzte, Verwandte. Wo sind sie? Ich will wissen, wo sie sind. Ich weiß es nicht. Wo ist er? Früher oder später geht sie zu ihm. Oder er kommt zu ihr.